Damit herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 41, liebe Freunde, an diesem schönen Freitag. Was ein verdammtes Spiel gegen den Tabellendritten Frankfurt. Haben wir uns aufopferungsvoll da reingeworfen, das Spiel lange Zeit dominiert, gut geführt und dann es fast hergeschenkt. Aber wir haben uns nochmal zusammengerissen. So verdient sich den Spieler des Spiels mit seinen zwei Toren und was ein geiles Freischusstor. Und deswegen nehmen wir die drei Punkte mit. Florian Bark wird hier schlechter gemacht, als er eigentlich war. Wird dadurch seine Form verlieren. Die anderen Ergebnisse. Zwickau gewinnt 4:2 gegen die Bayern-Reserve. Hansa Rostock gewinnt 2:1 gegen Rot-Weiß Essen. Sandhausen gewinnt 2:0 gegen Wiesbaden. Wormatia Worms verliert gegen Aalen. Preußen Münster verliert gegen Fortuna Köln. Wir, wie gesagt, mit dem Sieg gegen Frankfurt. Würzburger Kickers gewinnt 2:1 gegen Paderborn. Die Würzburger Kickers sind übrigens Absteiger, habe ich beim letzten Mal nicht bemerkt. Sonnenhof Groß-Asbach, wie gesagt, 6:1 gegen Erzgebirge Aue verloren. Dadurch sind wir vor denen. Wir haben die Abstiegsplätze verlassen. Osnabrück verliert gegen Bremen 2 und Sportfreunde Lotte, die ebenfalls im Abstiegskampf sind, aber noch schlechtere Karten haben als wir, verlieren 0:1 gegen Mainz 2. Und wir haben jetzt eigentlich noch gute Karten mit den nächsten Punkten hier, mit den nächsten Punkten auf Osnabrück aufzuschließen, die auch nicht gerade in Bestform sind. Unsere Formkurve steigt definitiv nach oben. Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg. So, in der Elf des Tages haben wir da jemanden dabei. Natürlich, wir haben Renat Dadaschow, Nils Stendera, So, unsere Schaltzentrale und das war's. Pearson, der wirklich einige geile Dinger rausgeholt hat. Auch in der Elf des Tages vollkommen verdient, wie ich finde. Aber trotzdem, Respekt, Freunde, Respekt. So, leider nicht Spieler des Spiels geworden. Aber es passt auch so für mich, ist okay, das ist okay. So kann es auf jeden Fall gehen. Hier geht es nochmal wieder ein bisschen nach oben. Das nächste Spiel wird aber sehr wahrscheinlich kein 3D-Spiel. Fortuna Köln ist, ich sehe es gerade nicht, was die für ein Platz sind. Wie gesagt, weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist so ein bisschen semi-geil. Ich habe auch noch ein paar Transfers im Hintergrund angefragt. Ich weiß nicht, was ich dazu im letzten Part wieder erzählt habe. Wie gesagt, das ist viel zu lange her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen weiß ich das alles nicht mehr. Wir machen jetzt aber weiter. Wir haben auch noch ein paar vielversprechende Jungs ausgeliehen, wie den Kai Havertz, der ja in echt alles rockt. Ciriaco Forza zum FC Sion. Unser Ex-Verein scheinbar immer noch in der Krise. Also aus dem FM13 Let's Play. Was will er denn? Ja, Ilori und Jenkinson lehnen die Verträge ab. Rebic auch und Ola John auch und er auch. Okay, also lehnen alle ab, die ich angefragt habe. Das ist ja sehr gut. Aber immerhin, Marius Gersbeck kommt. Das ist der Transfer, den ich sehen wollte. Die anderen kann ich dann zur neuen Saison machen. Haben sie halt Pech gehabt, wer nicht bei uns spielen will. So, schauen wir gerade mal, was unsere Leihspieler machen. Havertz durfte 3-mal spielen, Petermann 2-mal, Schröder 1-mal, Panzo Ernesto bei Unterhaching leider noch gar nicht. Das ist nicht so gut. So, er kommt natürlich wieder in die Elf. Guck mal nur, wo wir dich am besten einsetzen. Ne? Sararen Basé können wir auch auf dem Rechtsaußen, Linksaußen einsetzen. Was hat er denn Linksaußen an Flanken drauf? Gar nichts. Okay, Stürmer hat er gelernt. Müssen wir mal schauen, was wir machen mit ihm, wo wir ihn einsetzen. Schwierig, aber Kittel hat mir jetzt auch noch nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ablösefrei ist sicherlich keiner mehr zu haben, ne? Vereinslos meine ich.
Nö, vereinslos ist keiner. So, Freunde, Freunde, Freunde. Da ist eh nichts mehr zu holen. Dann gucken wir mal hier durch, ob wir vielleicht noch ein Talent für nächstes Jahr kriegen. Oder irgendeinen günstigen Spieler, der uns noch verstärken könnte. Man soll sich ja nie zufrieden geben, ne? Wright, auch einer unserer Ex-Spieler, der dürfte aber auch einiges zu teuer sein. Isaac. Zu teuer, hier schon im Dortmund-Trikot. Moisekin von Juve dürfte auch zu teuer sein. Da warten wir am besten einfach mal ab. Enes Ünal, also sind einige interessante Namen dabei. Man City, geben die den vielleicht günstiger ab, weil der nur auf der Bank sitzt? Leider nicht. Schade, schade. Waldschmidt. Kommt bei Hamburg auch nicht zum Einsatz, aber günstiger machen? Nee, nee. Ayotze Perez, den kennen wir noch vom Newcastle Let's Play. Der wäre günstig zu haben, aber... Naja, wir bleiben erstmal. Sind ja mit unserem Sturm auch sehr zufrieden. Würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Fortuna Köln Spiel, das wir hier in diesem Part mit reinnehmen. Der Abstiegskampf ist nämlich spannend. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder über die Sofortberechnung schimpfen, weil die dann nicht so gut läuft, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Erstmal Hauptsache heute aufnehmen, ablenken von morgen, meine IHK-Prüfungen. Hat ja jetzt eh keinen Sinn mehr zu lernen und sich verrückt zu machen. So. Fortuna Köln. Habe auch wieder ein paar neue Lieder eingefügt. Das hört er wahrscheinlich schon. Stendera auf einer 60. Da ist der Arne Meyer noch nicht ganz. Lass mal die Ausstellung erstmal so. Ist, denke ich, das Beste. Toro Nariga auf einer 62. Der kann noch nicht so gut flanken, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Dass wir dem das Flanken beibringen. So, ein Artikel können wir nur entwickeln. Hier ein bisschen was spenden, am Schulprojekt teilnehmen. So. 9 Monate haben wir noch nicht, deswegen direkt Spielergespräche führen. Super letztes Spiel, so. Stendera trainiert gut. Schurch erstmal sehr verbessert. Mit wem hat der den Streit? Bark hat gut trainiert, unser Captain. Arne Meyer verbessert. Bader gut trainiert. Basé muss körperlich stärker werden. Genauso wie Maxi Dittgen. Unsere Last-Minute-Transfers scheinbar. Toro Nariga ebenso stärker werden. Kann er aber nicht. Okay. So. Wo ist denn der Jugendspieler gekommen? Hier.
Wer ist der Talentschwächste? Eigentlich hier der Westermann, ne? So, wollen wir mal gucken, wie das Spiel hier in der Sofortberechnung aussieht. Jan Verhoek ist definitiv, also die haben auch eine richtig gute Elf zusammen, auch kaum jemanden, er hat kaum jemand gewechselt. Also die spielen seit zwei Saisons quasi schon zusammen. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir heute holen. Auf geht's. Gegen Bursaspor spielen wir nicht. Sofortberechnung gegen Fortuna Köln. Und ich sag, wir nehmen den mal den Spaß am Fußball. Und führen durch Dadaschow, aber Jan Verhoek, der Superstürmer, gleicht aus. Und das war wirklich ein Kompliment. So, noch so eine Halbzeit und wir können stolz sein. Ich denke, das kann man so sagen. Ein Punkt ist schon wertvoll aktuell. So, wie gesagt, wir haben nur einen Punkt Vorsprung. Wir müssen sehen, dass wir dranbleiben. Julian Green heute nicht ganz so stark. Sarah Rehn-Basé kommt mal auf links. Und Meier kommt für Stendera rein. Dadaschow mit dem 2-1. Jetzt mal halten. Timo Rüker. Nein, 2-2. 2-2 geht's aus. Timo Rüker, den kennen wir ja auch noch vom FM13 Let's Play. Schade. Zwei Tore Dadaschow reichen nicht aus. Aber das ist auch ein krasser Stürmer, der Verhoek. Für die dritte Liga auf jeden Fall. Für einen Gegnerverein. Mit dem Punkt hat uns Sonnenhof Großasbach leider wieder überholt, die 3-2 gegen die Würzburger Kickers gewonnen haben. Rot-Weiß Essen verliert gegen Sandhausen mit 4-0. Die Bayern-Reserve gewinnt gegen Rostock mit 2-1. Genauso wie die Mainz-Reserve 2-1 gegen Zwickau gewinnt. Die Bremen-Reserve gewinnt 2-0 gegen Sportfreunde Lotte. Warum sagt mir denn der Verein so viel? Es war aber nicht unser Ex-Verein, Sportfreunde Lotte, ne? Nee. Aber warum sagen mir die so viel? Aue gewinnt gegen Osnabrück 3-1. Frankfurt gewinnt nicht, sondern spielt nur unentschieden gegen Paderborn. Aalen gewinnt 3-0 gegen Preußen und Wehen verliert gegen Worms. Groß-Asbach hat 2 Tore Rückstand aufgeholt und noch gewonnen. Die zeigen also ordentlich Moral. In der Elf des Tages von uns, soweit ich das sehe, keiner dabei. Dann gehen wir weiter. Christopher Schorch bedankt sich bei uns. Als nächstes das Spiel gegen Aalen. Auf welchem Platz stehen die? Dritter. Das könnte dann wieder was für ein 3D-Spiel sein. So, Wechsel. Lars Unnerstall geht zu Hoffenheim. Alles klar. So, Aalen, Freunde, Aalen. Wird wieder ein heißer Tanz im Abstiegskampf. Donnung. So, Florian Bark erreicht Trainingsziel. Unsere B-Jugend gewinnt gegen den Hallescher FC. So. Patrick Zalto ist auch wieder on fire. Das heißt, wir nehmen den Sarah Rehn-Basé mit nach hinten.
Toruna Riga ist irgendwie schlecht in der Moral, warum auch immer. Was da aktuell bei ihm schief läuft, kann ich nicht sagen. Mauspad ist fertig, dann können wir jetzt den Schlüsselanhänger machen. So, Fußballtennis, Kleinfeldturniere. Nächstes Jahr sind wir hoffentlich noch weiter in der dritten Liga. Zweimal will ich nicht absteigen, das könnt ihr mir mal den Buckel runterlutschen, den Gefallen mache ich euch nicht. Runterrutschen, nicht lutschen. Meine Güte, Sprichwörter hat er auch nicht drauf. So, Trainingsleistung lässt bei allen spürbar nach. Man weiß immer noch nicht, mit wem der Schorch so seine Probleme hat. Bader hat gut trainiert. Saharin Basé. Ihr seht auch die neuen Spielerbilder, die ihr wahrscheinlich schon aus den anderen Formaten kennt. Da habe ich die ein bisschen eher eingeführt. So, Dadaschow, kann der stärker werden? Ja. Dann soll er das mal machen. Toru Nariga hat mit Storch seine Probleme. Okay, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, 62. 61. Der Bark, der lernt schnell dazu. Kann natürlich auch Rechtsverteidiger spielen, falls da mal Bader ausfallen sollte. Aber aktuell kann ich mit Bader ganz gut leben. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt die Taktik und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. So, Lappe, Oyala, Benko, sicherlich der interessanteste Mann, Ex-München. Ja. Ist aber schlagbar, Freunde. Komm, wir haben Frankfurt geschlagen. Das muss einfach machbar sein.